Was kann ich für euch tun? Unsere Jagdziele. So, willkommen zurück. Im letzten Video, also ein bisschen kleine Einführung in das Spiel. Weiß das zu schätzen. Viel Videos. Wir sind jetzt hier immer noch in Hammerhead mit den vier Jungs. Und habe jetzt erstmal Bericht erstattet nach dem ersten Kampfauftrag und habe jetzt auch durch Zufall oder zu schnell gedrückt gleich den zweiten angenommen und laufen jetzt mal in die Richtung des nächsten Kampfauftrages einmal hier quer über die Straße. Aber keine Angst, ich werde jetzt hier nicht hier Sidequests neben Sidequests machen und sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Nacht. Hier sinnlose Kämpfe euch zeigen. Nee, das ist jetzt erstmal nur der. Und dann geht das auch direkt weiter mit der Story. Beziehungsweise ich glaube, ich unterbreche sogar. Ade! Verschwinde! Mord! Manchmal ist ein perfekter Plan der beste Angriff! So. Diese Monster waren jetzt mal außer Plan. Auf zur nächsten Koordinate. Kommt halt auch vor. Wir sind jetzt wieder in der automatisch gewählten Hauptstory. Der mittellose Prinz. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal drei Viecher erledigen. Ne, drei Kämpfe bestehen. Das war jetzt quasi schon der erste Kampf. Leider zählen da die Jagdmissionen nicht mit rein, sondern willkürliche Kämpfe, so wie es aussieht. So, dann wollen wir mal hier Runde 2 erledigen. Ja, Warp-Angriffe mache ich hier die ganze Zeit schon. So, hier oben an diesen Punkten kann man sich heilen und seine MPs nochmal auffüllen. So, das war's. Elend. Kampf Nummer 2. Da wären wir also. Nee. Das war Kampf Nummer 2. Der letzte hat gefehlt. Kommt, gehen wir weiter. So, jetzt laufe ich gerade in die falsche Richtung. So, das ist der richtige Weg. Einmal hier querfeld ein. Was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten, Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Das sind die letzten. Gebt nochmal alles. So, das ist der letzte Kampf. Mit Warp-Angriff von Gegner zu Gegner. 10 Fertigkeitspunkte noch mit eingesammelt. Sehr gut. Das wär's. Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Gut. Eine Mission ist erledigt. Sydney, kommt auch gleich die nächste Hauptmission. Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Also suchen wir jetzt Dave. Eine Hütte direkt um die Ecke. Dave ist auch so ein Charakter, den wir jetzt quasi einmal befreien und dann wird er uns im Laufe des Spiels mehrere Nebenmissionen bescheren. Die auch alle eine mit Kämpfen zu tun haben. Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmal rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Tauti. Nacht! Von wegen! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, dann machen wir mal die Viecher hier noch schnell alle. Das sind nicht die Doppelhörner, das ist nicht das Doppelhorn, das ist ein Chaoten-Kampf. Das nenne ich kurzen Prozess. Bam, 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 bam,
Das war nämlich eben die falsche Hütte. Wir haben jetzt bloß diesen Auftrag gesehen. Wir müssen immer noch Dave suchen, nehmen uns hier aber mal das kleine Sammelstück mit. Leidender Pfeffer. Ja. Hier gibt es viel zu finden und zu sehen in der Welt von Eos. Dann ist Gewürze, Edelsteine, Waffen. Also allen möglichen Krimskrams, die man so braucht. Gerade Gewürze sind relativ wichtig für Ignis. Damit er leckere Mahlzeiten zubereiten kann, die uns dann wieder ein bisschen stärken. Ist dort jemand? Jo. Darf ich vorstellen, das ist Dave? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Ich bin voll der Jäger mit meiner Mütze, Mann. Was will er denn? Ja, wir helfen ihm mal uneigennützig. Und ab. Überlasst das einfach uns. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lauscher auf. So, was gut hast du uns denn zu sagen? Los, zeigen wir es der Bestie. Ja, 30 AP. Gut, jetzt geht's auf, das Doppelhorn zu besiegen. Der erste etwas größere Gegner. So, was will denn Ignis? Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Dich erwartet ein harter Kampf, bla bla bla. Nee, machen wir jetzt nicht. Wenn ich jetzt wirklich? In der ersten Runde naja, wäre. Wenn du meinst. Und das Spiel noch nicht durchgespielt hätte, wäre das vielleicht eine sinnvolle Angelegenheit, weil man sich dann mal aufpushen kann. Muss ich ja aber nicht machen. Ich bin, glaube ich, relativ gut gewappnet mit meiner aktuellen Ausrüstung, um das Doppelhorn ziemlich schnell zu besiegen. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn, ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Ja, wir müssen ihn besiegen, Jungs. Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut. Wie bitte? Okay, das ist wollen wir mal. Jo. Ach, das gefährt nur mal. Okay, am Anfang daran muss man sich echt gewöhnen. Gibt's halt immer diese Unterbrechungen mit Hinweisen. Es hört natürlich irgendwann auf. Und wie ich schon sagte, ich bin ziemlich gut ausgerüstet. Hier hat ein Schlag genügt. Und das Doppelhorn ist besiegt. Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Und, ach so, wenn ihr möchtet, könnte ich ihn euch bei der Gelegenheit auch etwas tunen. Ja. Das kannst du gerne machen. Ja, gern. Schaut am besten mal rein. Alles klar. So, gut. Damit wäre der Teil auch erledigt. Wir könnten jetzt eigentlich zurück zum Regalia gehen. Hier nochmal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl.
Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Ja, alles fadenscheinige Ausreden. So, wir könnten jetzt eigentlich direkt zur letzten Unterkunft gehen, was dann quasi die Werkstatt war. Aber ich habe ja noch diesen Jagdauftrag und wir können ihn jetzt einfach mal gleich mit erledigen. Soweit ist es ja nicht. Es sind jetzt knapp 600 Meter, die wir laufend zurücklegen müssen. Bis dorthin. Es ist halt schon ein bisschen nervig, weil hier viel, viel Laufstrecke dazwischen liegt. Zwischen diesen Jagdaufträgen zum Beispiel. Oder auch generell Wege. Und wenn man dann kein Chocobo hat oder auch kein Auto generell hat, kann das auf Dauer etwas belastend sein. Übrigens der ultimative Trick, dass man dauerhaft Ausdauerlauf machen kann, ist, dass man rennt, indem man die Kreistaste drückt. Und kurz bevor der Ausdauerbalken... Redet euch einfach ein, ihr würdet zum Auto laufen. Ausdauerbalken zu Ende ist, lasst ihr die Kreistaste los, dann lädt der sich sofort wieder auf und ihr könnt direkt weiterlaufen. Das funktioniert meistens ganz gut. So mache ich das nämlich hier auch gerade. So, es sind noch 350 Meter, 340. Durch diese etwas karge Landschaft hier. Ja, es war knapp. So, dann machen wir jetzt diesen Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag haben, machen wir uns zurück nach Hammerhead. Weil dann ist ja unser Auto fertig. Der Regalia. Das Wunderwerk der Technik. Diese schwüle Luft. Ja. So, 100 Meter noch. Was müssen wir überhaupt besiegen? Mesmerize, Mesmerize, diese giraffenähnlichen Viecher mit Hörnern, beziehungsweise gibt er noch größere als diese. Aber die können mit ihren Hörnern echt viel Schaden ausrichten. So. Aber läuft ganz gut. 6 muss ich, 5 muss ich besiegen, 3 habe ich besiegt. Man merkt auch schon, diesmal habe ich sie nicht mit einzelnen Warp-Angriffen besiegt. Ich musste mehrmals zuschlagen. Aber ist nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir zurück zur Werkstatt. Und dann können wir da erstmal dem Informanten die frohe Botschaft überbringen, dass wir die Monster besiegt haben. Und dann können wir mit Sydney sprechen und unser Auto zurückholen. Und ich werde dann gleich nochmal die Gunst der Stunde nutzen und da ein bisschen Designarbeiten anbringen lassen. Gehen wir ins Restaurant? Oh, gerne. Ich muss nämlich mal. Tolle Info, Prompto. Tolle Info. Ist ihr auch ordentlich? Ja, tun wir. So, Jagdauftrag erledigt. Nochmal ein bisschen Gil dazu. Nicht, dass ich es wirklich bräuchte, aber nice to have. So, einen neuen werden wir jetzt nicht starten. Wollt ihr was essen? Nein. Wir wollen nämlich weitermachen. Ha. Dann rennen wir mal rüber zu Sydney. Das Auto steht schon draußen. Das Auto ist quasi bereit für uns. Auch das Auto könnt ihr übrigens im Laufe des... Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Ja, gibt natürlich noch ein obligatorisches Foto. Was ich sagen wollte, dass ihr das Auto im Laufe des Spiels noch ein bisschen aufrüsten könnt. Das heißt, insofern aufrüsten, dass ihr zum Beispiel keinen... Ach ja, und Hoheit? Kein Benzin mehr braucht. Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Ja, wir spielen den Boten, keine Angst.
ja, also zum Beispiel, dass ihr nicht nachtanken müsst, was ihr jetzt am Anfang noch tun müsst. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Gut, da haben wir jetzt quasi gleich jetzt, wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Nee, mach ich nicht. Wir lassen Ignis fahren. Nee, das machst du viel besser. Wirklich? Gut, dann fahre ich weiter. Der Unterschied dazwischen ist, wenn Ignis fährt, fahren wir quasi automatisch die Strecke, die wir eingeben. Wenn Noctis fährt, fahren wir manuell und wir können selbstständig Gas geben, lenken und bremsen. So. Und übrigens kann der Regal ja sogar fliegen. Dafür müsst ihr bestimmte Aufgaben im Spiel erfüllen und diverse Sachen finden. Das sind, glaube ich, 3 Teile, die das Auto braucht, die ihr nicht in der Hauptmission kriegt, sondern in einer Nebenmission bzw. durch Zufall. Ach, und dann, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Ja, möchten wir. Und dann könnt ihr mit dem Auto fliegen. Was darf sein? So, jetzt kommt erstmal das Autodesign. Es gibt mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Designpakete, die ihr finden oder kaufen oder euch runterladen könnt. Im Moment ist das Platinum Leviathan. Welches Design möchtet ihr gerne? Design angewählt. So, das sieht hier schon mal scheiße aus, das Waffenmobil. Das gefällt mir nicht. Gucken wir uns mal das in Hammers Spezial. Ne, gucken wir uns nicht an. Wir gucken mal. Bist du dir sicher? Welche Teile wollt ihr denn verbessern? So, überall, wo das Häkchen ist, die Sachen habe ich schon drinne. Turbolader Ultra. Bist Turbolader. Du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Überlass das mir. Mal. So, wir haben jetzt tatsächlich dieses dämliche Design gesehen. Das kann ich nicht glauben, dass ich damit rumfahre. Na gut, so wie es aussieht, lasse ich das jetzt tatsächlich. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Mission, der Prinzenversand. Das heißt, wir müssen, wie ja Sydney gerade gesagt hat, zwischendurch noch einen Stopp einlegen, weil wir Hammerhead irgendwas ist eine tolle Werkstatt, was? Abgeben was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach. Daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. So, wir fahren jetzt ein Stückchen. Die Jungs werden wahrscheinlich gleich wieder das nächste Gespräch anfangen. Ist immer so ein bisschen nicht schwierig. Ah nein, sie werden es nicht, wir sind schon am Ziel. Das ist die Raststätte, hier müssen wir das Paket abliefern, damit wir den Prinzenversand erledigen. Ach, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? So, dann sprechen wir hier mal mit dem Kassierer. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann
könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Ja, das waren Noctis und Luna Freya als Kiddies, die da dieses Spiel mit diesem Buch haben, wo der Hund das Buch immer von Noctis zu Luna und von Luna zu Noctis bringt und dann können sie sich damit Nachrichten zuschicken, quasi die analoge Form von SMS, MMS und WhatsApp und auf Kosten des Hundes. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Ja, war ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Genau. Am Galdinkai, beziehungsweise auf dem Weg dorthin, geht's im nächsten Video weiter. Beziehungsweise ich mache jetzt hier erstmal Pause. Ich werde jetzt in dem Hotel übernachten. Ich werde meine Energiereserven auffüllen. Und ihr speichern. Und dann geht's im nächsten Video an der Stelle wieder weiter. Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen.